Hallo und herzlich willkommen hier auf MTL Modding Team. Mein Name ist Cobra und ich stelle euch heute die Version 5.0 vom Schnüffelstück vor. Wie man sieht, das ist das Schnüffelstück, dient dazu, die Arbeit zu erleichtern. Bevor jemand fragt, die Ballenpresse mit der Strebe ist von mir und das, was hier hinten dran hängt. Das ist der Krone Ballengigant, der ist auch von mir, der hat einen EAL drinne. Also eine Kombination für Faule. So, was ist an sich am Schnüffelstück neu? Also ich habe die Fahreigenschaften der Offroad-Räder verändert, den Federweg. Des Weiteren sind jetzt hier LED-Rundumleuchten drauf und er hat einen Satz Blinker bekommen. So, das können wir ja hier mal zeigen. Also wie man sieht, das blinkt und blitzt alles wie ein Weihnachtsbaum. Machen wir mal kurz in eine Runde dunkel. Ja, am besten so. So. Und somit würde ich sagen, ist das, denke ich mal, auch in der Nacht sehr gut sichtbar. Besonders auch mit den Blinkern. Das hilft, denke ich mal, ungemein, wenn man irgendwo parkt, weil das Ding ist ja sonst nicht beleuchtet. Ist, denke ich mal, sinnvoll. Blinker sind übrigens hinten und vorne dran, je nachdem, wie man parkt. So, machen wir mal wieder Licht. So, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze theoretisch funktioniert. So, machen wir mal Drescher an. Ballenpresse senken. Bin ich da hinten wieder drauf? Ja. Quaderbein. So. Ist an sich was für Faule. Also funktioniert auch mit dem Helfer. Nicht unbedingt in dieser Konstellation. weil das mit dem URL-Anhänger und der Presse mit der Strebe könnte von Helfer ein bisschen lang sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber so wie es in den anderen Videos zu sehen ist, funktioniert das alles 1A. So, der tut da hinten schön aufsammeln. So, haben wir das Thema auch geklärt. So. Also, es funzt an sich, je nachdem, wenn die Presse gewünscht ist, schreibt einen Kommentar. Wenn ihr Anhänger gewünscht ist, schreibt einen Kommentar. Und den Download, wenn er freigeschalten ist, den gibt es dann, ich hoffe, heute oder spätestens morgen auf ModRoster. Ich tue den euch unten in der Beschreibung verlinken. So, das war's von mir dazu. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cobra.